meine beiden Osternester sind jetzt getrocknet. Da habe ich die Eierschalen direkt in die Pulpe reingetan und hier einfach obendrauf verteilt. Die zwei werde ich jetzt lackieren, damit es hier besser hält, wo ich die Eierschalen nur drüber gestreut habe. Das hält schon, aber es bröselt ein bisschen und das werde ich jetzt mit Klarspray fixieren. Du kannst hier aber auch Haarlack nehmen. Und dieses Nest werde ich normal mit dem Pinsel, auch mit Klarlack, bestreichen. Meine beiden Nester sind jetzt nun fertig, die sind getrocknet und hier habe ich einen schönen Ast, den ich auf dem Spaziergang mitgenommen habe. Und jetzt gehen schon bereits die Blätter auf und für mich ist der Frühling die schönste Jahreszeit. Ich bin ja auch im Frühling geboren und es ist für mich immer wieder ein Erlebnis, ein Highlight, wenn alles wieder zum Leben erwacht. So. Nun möchte ich dieses Nest hier in die Äste rein dekorieren und dazu werde ich an der Schale zwei Drähte anfügen, damit ich das befestigen kann. Ich nehme hier einfach eine Ahle und mache auf der Seite ein Loch rein, auf der anderen Seite auch ein Loch. Und dann werde ich hier das befestigen. Das Nest hält nun, es ist fixiert mit dem Draht und jetzt mache ich hier etwas Stroh oder Gräser rein. Hier kannst du jetzt einfach auch Eier reinmachen oder du kannst so einen Hasen reinsetzen. Aber ich möchte jetzt hier Blumen reinhaben. Oh Mann, ey. Hier hat mir jemand aus China oder Japan, ich bin jetzt nicht ganz sicher, eine Zeitung mitgebracht und damit möchte ich jetzt die Zwiebeln einpacken.
Ich habe jetzt alle eingepackt und jetzt setze ich die hier in das Nest rein. Vermutlich habe ich zu viele gemacht. So. Das zweite Nest habe ich ähnlich dekoriert wie das erste. Ich habe jetzt aber die Blume nicht in Papier eingepackt und habe hier drei Drähte befestigt, weil das möchte ich ans Fenster hängen. Da habe ich am Fenster auch einen Ast montiert und dieses Nest werde ich hängen, da ich unten die Struktur habe und ich finde es schön, wenn man das auch von der Seite her sieht. Mal schauen, ob ich das befestigen kann. Es ist ein bisschen schwierig, gegen das Licht zu filmen. Ich habe es jetzt aufgehängt und ich habe es bewusst oben nicht zusammengenommen, die Drähte, sondern so ein bisschen in alle Richtungen. Das ist mal was anderes und ja, es ist ein bisschen anders halt. Meine Osterdekoration ist nun beendet. Ich hoffe, es war etwas für dich dabei, dass du dich ein bisschen inspirieren lassen konntest. Es waren jetzt halt hauptsächlich Osternester oder ein Osterhase, aber das hat Ostern so an sich. Hier siehst du noch zwei Variationen für die Fortgeschrittenen von euch. Auch hier habe ich mit Naturmaterialien gearbeitet. Auch hier ist alles Upcycling. Die Eier habe ich selber gemacht aus Pulp, die Nester, alles habe ich gesammelt. Und das ist mal was etwas anderes als Dekoration zu Ostern. Wenn euch das interessiert, dann zeige ich euch das sehr gern. Das kann man auch sonst über das ganze Jahr verwenden. Und dann würde ich sagen, das war's. Wenn ich euch nicht mehr sehe vor Ostern, dann wünsche ich euch eine ganz schöne Osterzeit. Genießt die Zeit mit euren Liebsten. Und an alle Mitglieder, ich habe ein Video hochgeladen von der Schale, wie es da weitergeht, falls du das noch nicht gesehen hast. Und schreibt mir bitte in die Kommentare rein, was ihr sehen möchtet, was euch interessiert oder wo ihr Probleme habt. Dann greife ich das sehr gern auf. Und alle, die noch kein Abo hier gelassen haben, ich würde mich sehr darüber freuen, damit unterstützt du meine Arbeit und das kostet dich nichts. Und natürlich über ein Like würde ich mich auch sehr freuen. Dann würde ich sagen, das war's definitiv. Ich wünsche dir alles Gute, bleib kreativ, tschüss zusammen.